The last talk is will be from Daniel Kirstenpfad. He's talking about virtualized development and testing. So have fun. Hallo. Ich warte mal noch, bis alle sitzen. Okay, auch wenn das ein englischer Titel ist für die Präsentation, die ist komplett in Deutsch. Ich habe auch die ganzen Folien in Deutsch gemacht. Gleich zur Erklärung. Das Ding heißt Ignition, nicht weil ich Raketen baue oder sowas, sondern weil wir das sozusagen im Unternehmen als erstes Projekt mitgenommen haben, um sozusagen Entwickler und Operations zusammenzubringen. Und da knallt es manchmal, da wird es auch ein bisschen heiß. Und Ignition lag da relativ nah. Es ist in so einem Meeting rausgekommen, dass wir das so nennen wollen. Und das ist so unser Codename für das Projekt, was wir über die Jahre da so mitführen wollen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel Kirstenpfad, Baujahr 80. Bin seit Anfang letzten Jahres CTO, Neudeutsch. Ich halte den Kopf hin, wenn es nicht läuft in der Technik, sowohl Entwicklung als auch Operations von Rakuten Deutschland. Rakuten Deutschland wiederum ist eine deutsche Tochter von der japanischen Rakuten-Gruppe. Komme ich gleich noch später zu, was das eigentlich ist, um das ein bisschen einzusortieren. Und weil ich eben für genau diese zwei Bereiche so DevOps zuständig bin, kann ich auch über dieses Projekt selber gut reden. War es jetzt Raketen oder Rakuten? Rakuten. Ich habe auch noch ein japanisches Zeichen dafür, wenn es nach vorne Interesse ist. Das ist ein gutes Stichwort. Wenn es Fragen gibt, einfach reinquatschen, Arm heben, sich bemerkbar machen, dann behandeln wir die Frage direkt. Weil da jetzt da irgendwie eine große Fragerunde, dann am Ende vergisst man, was man fragen wollte, einfach reinquatschen. Das hilft. Im vorherigen Leben habe ich mich um so langweilige Themen wie Datenbanken gekümmert, habe da so eine Graph-Datenbank, was da so manchmal unter NoSQL fällt, mitentwickelt oder grundsätzlich entwickelt. Die gibt es auch als Open Source mittlerweile, die Firma selber gibt es gar nicht mehr. Kann man sich angucken, wenn man Lust drauf hat. Ich bin Softwareentwickler, Netzwerker, Blogger oder so Zeug. Was will ich behandeln? Grundsätzlich mal so, wo ging es los, als ich damit dazu kam? Warum gibt es das überhaupt? Was ist denn das Ziel von so einer virtualisierten Entwicklungsumgebung? Wie sieht die aus? Was muss die können? In welche Facetten kann man da einsteigen? Den ersten Schritt, was wir so gemacht haben, wie haben wir angefangen? Und dann, wie sieht diese Plattform aus, die wir da entwickelt haben? Und mal so ein kleines Fazit und wohin die Reise gehen soll. Also kurz die Ausgangssituation. Das Unternehmen selber, bei dem ich jetzt arbeite, bietet einen Marktplatz an. Da kann man als Händler hingehen, wenn man was verkauft, zu Hause was strickt, geht man dahin, schießt sich einen Job, Produkte rein, wir kümmern uns um allen den Rest. Also da kommen die Kunden, wir stellen Rechnungen, wir sorgen dafür, dass das Backend alles funktioniert, dass der Shop online ist und so weiter. Das wurde mit der Idee als Marktplatz 2007 gegründet, in Bamberg, nicht weit von hier. Und ist dann im April gestartet, 2007. Hieß damals Tradoria und nicht Rakuten. Und hat sich dann, wie es eben so für Startups sich gehört, mit der entsprechenden Zielsetzung recht rasant entwickelt. Und da ist auch schon sozusagen das Problem entstanden. Was ist denn so als Startup die Priorität? Hat man da besonders langfristig zu denken oder denkt man da recht kurzfristig? Und deswegen sind die Startup-Prioritäten halt meistens, okay, ich brauche einen schnellen Erfolg, ich muss die Investoren zufriedenstellen und es muss recht schnell was passieren. Deswegen hat man früh schon auf externe Dienstleister gesetzt, deswegen hat man früh schon versucht, sozusagen auch Entwicklung auszulagern und deswegen gibt es ziemlich wenig Dokumentation von allem, weil es sich einfach auch so schnell entwickelt hat. Also optimiert auf schnelle Ergebnisse und erste wichtige Erfolge. Man balanciert dann so die Planung, ob man das jetzt kurz- oder mittelfristig macht. Und dadurch ermöglicht man eben durch diese Koordinierung ermöglicht man eben ein schnelles Wachstum. Nachteil natürlich, man rollt was aus, man hat ein neues Produkt, man entwickelt was. Dann merkt man, oh, da hakt's. Dann macht man da mal eben eine Änderung dran und die bleibt dann da bis ans Ende aller Zeit. Keiner weiß, dass sie da ist. Irgendwann wird sie einem auf die Füße fallen. Das weiß man auch, wenn man sie macht. Man hat aber keine Zeit, das irgendwie nochmal zu fixen, weil es muss ja laufen. Und natürlich als verlangsamend empfundene Tätigkeiten wie Dokumentation, Testen,
lässt man sein. Oder macht man nur sehr wenig. 2011 wurde dann das Unternehmen gekauft, nachdem das dann relativ rasant aufwärts ging von der Rakuten-Gruppe. Hier ist mal so ein schönes Marketingbild, wo die überall sind. Weil ich gehe mal davon aus, die meisten werden Rakuten selber gar nicht kennen. Wer schon mal buy.com gehört hat, play.com. Wenn du möchtest. Jetzt hören wir es ja noch, dass ich ganz kurz 3 Sekunden warte. Mach's noch viel leiser. Cool. Gestartet hat das Ganze in Japan. Und wenn man da einfach mal so hinschaut, 80% aller Japaner, die einen Internetanschluss haben, haben schon mal bei Rakuten in Japan, bei Rakuten Ichiba was gekauft oder haben da einen Account und nutzen den regelmäßig. Und in Japan ist das so ein richtig großes Ökosystem. Und das ist so auch die Herausforderung, die global angegangen wird. Das heißt, wenn ich in Japan mir eine Kreditkarte von der Rakuten Bank hole und damit Taxi fahre, dann kriege ich Superpunkte. Das ist so ein Bonusprogramm, was die da haben. Und wenn ich die Superpunkte, kann ich dann auf dem Marktplatz als Bargeld einlösen. Und wenn ich irgendwo hinverreise mit Rakuten Travel und dann Golf spiele am Golfplatz mit Rakuten Golf und dann meine Heirat noch vermitteln lasse von der Rakuten Heiratsvermittlungsagentur, werde ich auch Superpunkte dafür wieder einlösen. Also so ein riesen Ökosystem da drum. Ein riesen Ökosystem. Und jetzt versucht man natürlich, indem man einzelne Unternehmen kauft in großen Märkten und in kleinen Märkten einfach neue gründet, versucht man so die Welt zu erobern und deswegen wurde in Deutschland eben Rakuten gekauft. Und entwickelt sich jetzt so mit hin in diese Gruppe. Und das ist natürlich eine komplett andere Welt als so ein Startup. Und jetzt hat man die Aufgabe, okay, das muss vorhersagbar sein, was man da tut. Und wenn man was ändert, dann ist so der Fokus auch ein bisschen langfristiger. Ende 2011, nachdem das so ein halbes Jahr sozusagen schon mit Rakuten gelaufen ist, habe ich dann sozusagen die Entwicklung und Datacenter-IT übernommen von dem Gründer, der das bis dahin betreut hat. Und mein erstes Projekt sozusagen war, der Name Tradoria muss weg, das Ding muss jetzt Rakuten heißen, also dieser Brand Change. Und das war so das erste Ding, wo ich gemerkt habe, wo wissen wir, wo was ist und wo welche Produkte wie funktionieren und wo wissen wir es nicht. Weil wenn man einmal überall den Namen ändern muss von dem Unternehmen, dann muss man eigentlich überall hin. Und man sieht, wo etwas entwickelt wurde in einer Art, dass es einfach austauschbar ist oder wo es einfach hartgecodet dasteht und man mit Grab einmal über alles drüber muss und dann nochmal drüber muss, wenn man nicht weiß, was man für Seiteneffekte erzeugt hat. Durch das schnelle Wachstum entstehen also schnell hochkomplexe Systeme und es ist einfach unbekannt, wie sich das Wissen so verteilt. Einzelne Entwickler wissen sehr viel in ihrem Bereich, aber wenig sozusagen über ihre Schnittstellen hinaus. Wenn man so schnell sich voran bewegt in einzelnen Projekten, dann macht man es schon schön kleinteilig. Aber man hat immer das Problem, dass der Entwickler dann wirklich nur seine Welt sieht und wie er mit den anderen spricht. Aber darüber hinaus weiß er gar nicht, auf welcher Plattform läuft das, welche Seiteneffekte hat das, wenn ich das tue. Und so entstehen ganz seltsame Effekte, ganz seltsame Sachen, die dann einem ständig sozusagen vor die Füße fallen. Dokumentation, wenn es sie gibt, ist oft veraltet und man trifft dann auch oft in solchen Startups Entwickler, die sagen, die Wahrheit liegt im Code. Dann gibt es die andere Gruppe Entwickler, die sagt, das war hart, es zu schreiben, es muss hart sein, es zu lesen. ist natürlich dann auch sehr unterschiedliche Entwickler. Dann gibt es die kommentieren viel und dann gibt es die einem erklären, wie oft sie von Kommentaren schon angelogen worden sind. Weil derjenige, der das mal kommentiert hat, hat vergessen, es zu ändern, nachdem es geändert wurde. Also unterm Strich, Dokumentation gibt es so nicht. Und Tests, meistens manuell, wenn es was automatisiert gibt, dann betrifft das nur das Wichtigste. Und wie testet man es denn? Das System selber ist immer größer und man hat es dann da mit ganz vielen oder im schlimmsten Fall einem großen Monolithen zu tun, der irgendwie funktioniert und man kann nicht so richtig reingucken, warum. Und genauso geht es dann der Infrastruktur. Zum Glück gab es in dem Fall jetzt bei Rakuten Deutschland gibt es ein Unternehmen, was sozusagen von extern das Rechenzentrum betreut und die Rechenzentrumsinfrastruktur, sodass dann dort sozusagen schon mal so eine Grunddokumentation verfügbar war oder man dort sozusagen Hilfe finden konnte von Leuten, die wussten gar nicht, was es tut so richtig genau in vielen Belangen, aber konnten sagen, was eben, wenn es kaputt geht, man machen muss, damit es wieder geht. Und so kann man so Reverse Engineering mäßig an die Sache rangehen. Unterm Strich, was ich sozusagen vorgefunden habe, war so ein Pattern-Mix aus allem, bunter Strauß von allem, deswegen sind da unten so schöne Blumen. Und
Ja, Problemstellung ist klar. Standardsatz eines Entwicklers, Testing in Production, können wir. Seiteneffekte gibt es nicht, oder wenn es sie gibt, dann löst das doch bestimmt wer anders. Und einfach so, was man so kennt, üblich, auch in Operations, es gibt so ein Staging-System, ich ändere was an, ich update einen Apache oder ich update irgendeinen Server und dann fällt irgendwas um und man weiß gar nicht warum. Ist eigentlich schwer zu testen, wenn man nicht ein Testsystem hat, was da funktioniert oder wenn man nicht diese sozusagen das Pattern erzeugen kann, was es umfallen lässt. Und wenn das Staging-System und das Testsystem eben nicht der Realität entsprechen, einfach das nicht abbilden, weil sie einfach nur ein Rechner sind, statt die 20 Rechner, die sie in Wirklichkeit sind, oder eben ganz andere Zugriffsmuster haben, vielleicht noch eine andere Softwareversion verwenden, dann hat man einfach ein riesiges Problem, überhaupt eine Aussage zu treffen, wenn ich das jetzt online gehen lasse, was passiert. Das ist also das Ziel gewesen, was wir mit diesem Projekt Ignition verfolgt haben. Okay, wir wollen ein vollständiges Abbild aller unserer Dienste haben. Und das sind eine ganze Menge, wenn man so einen Marktplatz betreibt. Und zwar der Dienste in der Produktivumgebung. Wir wollen nicht irgendwelche Sonderlocken fahren, wir wollen nicht mal so Spezialfälle abdecken, sondern wirklich das, was in der Produktivumgebung ist, wollen wir eins zu eins haben. Die Konfiguration, wir wollen alle Funktionen haben, wir wollen alle Softwareversionen haben, die dort drin sind, und zwar eins zu eins. Damit wollen wir ermöglichen, dass wir End-to-End-Tests machen können, also wirklich testen, wenn wir eine neue Software ausspielen, wie sieht das aus, funktioniert Software A mit Software B, benchmarken. Da geht es nicht darum, absolute Zahlen zu kriegen, sondern einfach nur, wo sind Bottlenecks in so einem System? Also wo werden Queues länger, als sie sein sollten? Wo geht mir der Speicher eher aus? Wo gehen die Verbindungen aus? Oder solche Dinge. Und natürlich Penetration Testing und Exploiting. Wenn man dann schon mal solche Sachen anfängt zu suchen, wo könnte man eintreten? Wo könnte ich eine SQL-Injection machen? Solche Sachen kann man ja schön automatisieren, kann man auch manuell machen. Dann ist immer die Gefahr, wenn man kein richtiges Staging-System hat, dann hat man erstmal nicht dieselbe Reaktion. Und wenn man es in der Produktivumgebung macht, dann droppt man vielleicht die falsche Datenbank bei seinem Test. Schlecht. Und was so das Ziel, wie gesagt, ist, dass sich die Entwickler und die Operations-Leute, dass sie sich annähern, dass es so ein DevOps gibt. Dass bei einem Deployment der Entwickler dabei ist und erstmal weiß, okay, was geht jetzt online, warum geht das online, in welcher Umgebung ist das, dass der Sysadmin an der Stelle weiß, okay, das geht jetzt gerade online, deswegen, und es fasst diese Module an, die ganz einfachen Dokumentationssachen, die man eigentlich bringen muss. Und über alles, dass Entwickler eben in dem Fall so dieses Big Picture kennenlernen, in dem sie sich befinden. Was haben wir zuerst gemacht? Startup-Style. VirtualBox auf, VMs wie die Wahnsinnigen erzeugt und angefangen einfach mal so die Basiskonfiguration herzustellen. Also erste Gehversuche, einen Rechner, 16 GB RAM reingepackt als Arbeitsrechner und dann gesagt, okay, Minimalset an Daten. Wir fangen einfach mal bei Null an. Wir versuchen mal, an der Seite sieht man es, ein so ein Template zu erzeugen und dann die einzelnen Sachen darauf auszurollen, mit dem Ziel, Minimalset an Daten, dieser Händler-Anmeldeprozess, wenn ein Händler neu dazukommt, den kann ich durchspielen, ich kann einen Shop erstellen, ich kann den freischalten, ich habe das Händler-Backend zur Verfügung, kann Produkte da einpflegen, ich habe die Storefront, also den Shop selber, kann da einkaufen gehen und ohne das natürlich nur in dieser virtuellen Umgebung und ich habe eine teilweise isolierte Umgebung, die es mir erlaubt, das einfach mein Notebook zu nehmen, mich an den Strand zu setzen und dann Rakuten.de aufzurufen und dann komplett einmal das alles durchzuspielen und dann auch darauf zu entwickeln, Änderungen zu machen. Schritt 1, die oberste VM, so eine Minimal-VM mit der Produktionsumgebung. Einfach für alle VMs dieselbe Linux-Distribution, so ist es auch in der Produktivumgebung, so machen wir es da auch. Produktiv verwenden wir im Moment einen Ubuntu LTS und haben jetzt sozusagen auch relativ viel dort in Puppet drin, mit der Hilfe eben des externen Unternehmens. Und haben dort angefangen, einfach mal ohne Puppet, ohne alles, ohne Automatisierung, Configs rüber kopieren. Und zwar alle Configs. Wirklich auch die Konfiguration der Netzwerke. Die virtuellen Maschinen, die dann da waren, also ob das dieser Router, bis auf den Router natürlich, die haben dieselben IP-Adressen, die haben dasselbe Software, dieselben Softwareversionen, exakt die gleichen Pakete wie die Produktivserver. Das ist natürlich saugefährlich, wenn der
Entwickler gleichzeitig mit einem Fuß in dem VPN zum Rechenzentrum steht, vielleicht in der Produktivumgebung oder der Admin, und auf der anderen Seite die VMs aufhat, dann ist es immer dann für den schwer zu sagen, wo geht die Query jetzt hin? Zu meinem virtuellen MySQL oder vielleicht doch eher woanders hin? Und das über dieses Routing, dass das funktioniert und dass es eben nicht solche Fallen gibt, übernimmt einen so einen Infrastrukturserver, der macht all dieses Routing, all diese Sachen, ist auch mein Eingangspunkt. Man sieht es in der Grafik unten, das ist dieser ISS, bleiben bei Raketen. Der Entwickler greift auf diesen ISS zu, benutzt den als sein Gateway und gibt es auch gleich nochmal ein Bild zu, und greift dann sozusagen auf die Applikation zu, kann von dort per SSH auf die einzelnen Maschinen drauf und kann dann auch anfangen, dort zu entwickeln und selber dann sozusagen das zu nutzen, diese Umgebung. Wir brauchen für unsere Plattform einen App-Server, das ist ein Apache in dem Fall, MySQL, einen Memcache, einen Image-Server und eine Suche, ein Solr. Das haben wir alles runtergeschrinkt auf die kleinstmögliche Version. Und das war allein schon mal so eine Reise, die kleinstmögliche Version, wenn man keine Dokumentation hat. Woher weiß man, was man in so eine Datenbank reinpacken muss? Und es geht dann immer so Schritt für Schritt für Schritt. Man probiert den Schritt Nummer 1 und dann kriegt man gestütztes Programm ab. Ich erwarte Tabelle mit, was weiß ich, Bankleitzahlen an der und der Stelle. Füllen. Und so hangelt man sich da sozusagen dann durch diese Software durch, bis man dann an dem Punkt ist, dass man so ein Minimalset an Daten hat, mit dem man den Händler anlegen kann, der kann dann Produkte einpflegen und dann ist man da. Dann hat man so eine Testumgebung. So ein Entwickler muss dann sozusagen, und das ist nicht nur für Entwickler praktisch, eigentlich, wenn er die Applikation testen will, nur von außen in seinem, in dem Fall Firefox, einfach den Proxy einstellen und dann übernimmt das ISS all das Proxying. Und wenn er Rakuten.de aufruft, ist das eben nicht Rakuten.de in der Produktivumgebung, sondern das ist dann in dieser virtuellen Umgebung oder welchen Dienst auch immer er dann da drin aufrufen möchte, den er da gerade betreibt oder testet. Das war dann im ersten Wurf, ja, fast 30 GB virtuelle Maschinen. Wir haben, wenn es richtig schön langsam laufen sollte, 4 GB RAM dafür gebraucht. Wenn man da mehr dran gemacht hat, wurde es schneller. Und man hatte schon mal so dieses erste Gefühl, okay, grundsätzlich, wir wissen jetzt schon mal mehr, wir haben mehr dokumentiert und wir wissen, wo es hingehen soll. Das Gute war, Entwickler konnten in engen Grenzen und wenn sie vorsichtig waren, anfangen da zu testen, wenn sie vorsichtig waren und geschaut haben, auf welcher Datenbank sie gerade rauskommen. Und wir haben einfach schon in den ersten Schritten so Single Point of Failures erkannt, die in dem System, die keiner wusste, dass sie da sind. Dieser Rechner, da lief, ich kann eine Geschichte, da lief ein Rechner, das war ein einzelner Rechner, wir hatten alles redundant, die Apaches redundant, die Datenbanken redundant, und dann war eine einzige Maschine, und jedes Mal, wenn eine Seite geladen wird, dann ist diese Maschine einmal gefragt worden. Und wenn die weg war, das ist nie passiert, hat die Seite nicht geladen. Wir haben die nicht virtualisiert, wir haben ewig gebraucht, herauszufinden, warum jetzt die Seite nicht lädt, bis wir darauf gekommen sind, dass wir die eine Kiste nicht virtualisiert haben. Bei der Gelegenheit kriegt man sowas raus. Das Ganze ist natürlich mit 30 GB noch relativ handlich, aber natürlich nur eingeschränkt rum bewegbar. Und dadurch, dass diese internen IPs gleich die externen IPs sind und man da auch direkt sozusagen Kontakt zu haben kann, in dieser VirtualBox war das so, ist das natürlich auch ein bisschen gefährlich. Unflexibel war es, deswegen, weil das alles, wir kopieren das per Hand, wenn wir ein Update machen in der Produktivumgebung, dann kopieren wir die Config per Hand dahin. Ist natürlich nicht so schön, da gibt es aber Möglichkeiten. Die Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass wir von unserem Dienstleister die Puppet-Konfiguration, da wo die Puppet-Konfiguration abgelegt wird, diese Sachen aus dem Git mit bei uns hinlegen und das Ganze dann sozusagen dort mit ausliefern. Das funktioniert mit Git super. Das Gleiche machen wir zum Beispiel für Datenbankschemata. Wenn ein Entwickler ein Datenbankschemata ändert, dann macht er das in Git. Und dann wird das ausgerollt, zusammen mit ihm, nicht automatisch. Und auch der Source-Code selber der Applikation, der wird dann sozusagen in diese virtuelle Maschine reindeployed aus dem Git-Repository. Und der Entwickler hat auch die Möglichkeit, da beliebig drauf rumzuarbeiten, indem er sich einfach dann über diesen Infrastrukturserver das Abverzeichnis, in dem er arbeitet, einfach reinmountet auf seine lokale Maschine und dann einfach dort in dem Git-Repository arbeitet, als wäre sein lokales.
So eine Puppet-Integration würde dann eben, erlaubt dann eben eine einfache Provisionierung. Und dadurch kann man dann versionierte VM-Templates zur Verfügung stellen. Die Idee ist nämlich grundsätzlich, dass so ein Entwickler nicht so einen Stamm-VM hat, in der er arbeitet, sondern dass der einfach jedes Mal, wenn der ein Projekt angeht oder für jedes einzelne Projekt, ein extra VM verwendet und so die Sachen voneinander trennt, so wie die in verschiedenen Branches im Code voneinander getrennt werden, auch in den virtuellen Maschinen voneinander getrennt sind, weil dann kann man einfach pausieren, nimmt die andere, wenn man das Projekt wechselt oder wenn es fertig ist, dann entsorgt man die. Ja. Wurde Puppet schon vorher verwendet oder erst dann beim Nachbau? Das wurde schon vorher verwendet. Wir haben es für die erste Version sozusagen nur noch nicht reingenommen, weil das hätte jetzt mit der Puppet-Integration noch ein bisschen Zeit gedauert. Da ging es schnell. Die erste Fassung hier, die da, das war innerhalb von einer Woche erledigt. Mit allen. Kopie. Wie bitte? Eine Kopie, nicht ein Nachbau. Wir haben nur die Konfiguration kopiert und die Daten zum Teil. Also es war in dem Fall schon ein Nachbau. Wir haben die ganzen Pakete installiert. Also wir wollten auch wissen, ob wir dann auch eine Umgebung überhaupt mal selber installieren könnten, wenn wir das wollten. Einfach manuell, vollkommen manuell machen wollten. Wir haben dann angefangen, okay, wir brauchen Hardware. Auf so einer VirtualBox ist ja nichts. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. KVM, Xen, OpenNebula. Rechner hinstellen, viel RAM rein, kostet nicht viel. Entwickler darauf arbeiten lassen, Ressource-Pools zuweisen und dann sollen die selber haushalten. Das funktioniert nicht. Entwickler haushalten nicht gut. Da braucht man einen Admin, der zumindest mal drüber schaut und damit anleitet, weil Entwickler tatsächlich, sagen wir mal, recht verschwenderisch damit sind. Wenn die aber gezwungen werden, du hast nur so viel Gigabyte RAM, komm klar damit, das reicht für ein Projekt gleichzeitig, dann funktioniert das dann auch gleich wieder in den Projekten besser, weil die dann tatsächlich nicht mehr mehrere Projekte gleichzeitig machen, was ja auch nicht gut für die Konzentration ist. Also da kann man schön steuern mit Ressource-Pools auf virtuellen Maschinen. Ja. Warum habt ihr für eigene Hardware entschieden und nicht irgendwie Cloud-Services genutzt und Amazon oder so? Also erstens ist Amazon Konkurrent von uns. Also, okay. Und zum anderen, der Hauptgrund, warum wir das nicht in der Cloud machen, ist die im Moment im Bürogebäude in Bamberg schlechte Internetanbindung. So banal, wie es klingt. Wenn wir da wirklich Gigabytes hin und her bewegen müssen und so ein minimierter Datenbank-Dump mit den Minimaldaten, die wir haben, um zu testen, anonymisierte Daten ist irgendwas um die 40 Gigabyte groß, den schiebt man mal nicht eben mit 20 MB synchron raus. Und deswegen haben wir sozusagen nichts in der Cloud gemacht, weil auch die Ansprechzeiten so langsam sind, da geht auch noch anderer Traffic drüber. Ganz einfacher Grund. Außerdem ist die Hardware tatsächlich im Haus deutlich schneller in Zugriff. Da haben wir Gigabit, da können wir einfach Sachen rumkopieren und das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir kopieren sehr viel. Man denkt das nicht am Anfang, aber man tauscht schon sehr viel Daten und kopiert mal hier rüber und will mal da nochmal. Allein so ein Anonymisierungsschritt, wenn man den macht, der ist lokal oder im lokalen Netzwerk deutlich, da ist man deutlich produktiver bei der Arbeit, als wenn man das erstmal über die Wolke oder in der Wolke macht. Zumal man dann in der Wolke dann auch nochmal gleich anfängt zu rechnen, was kostet mich das jetzt, wenn ich das tue und auf verschiedene Maschinen verteile. Wir wollen damit natürlich dann auch noch Continuous Integration mit kompletten Testumgebungen. Wir hatten vorhin Vagrant mit in einem Vortrag erlauben, sodass sozusagen, das haben wir jetzt noch nicht, ist noch das Ziel, dass wir für die Java-Teams oder für die PHP-Teams einfach einen Jenkins laufen haben und der rollt dann sozusagen sein Set von virtuellen Maschinen aus. Für die Konfiguration, für die er das für dieses Projekt braucht, führt seine Tests aus, entsorgt die virtuellen Maschinen und liefert die Ergebnisse zurück. Was natürlich auch noch so eine Herausforderung war oder ist, ist einfach ja, diese Speicherplatz- und Zuteilungsbedarf für die kompletten Abbildungen. Man hat natürlich nicht unendlich viele Ressourcen, besonders nicht, wenn sie im Haus stehen und auch nicht in der Wolke. Und wenn man einfach jedem Entwickler so virtualisierte Umgebungen zur Verfügung stellen will, dann fragt man sich dann irgendwann, braucht er wirklich jeder Entwickler eine eigene Kopie der kompletten Datenbank oder eine eigene Instanz davon, die jedes Mal 16 Gigabyte RAM frisst? Wohl eher nicht. Und deswegen kann man da, wenn man das modular gestaltet, komme ich gleich zu, noch ganz viel gewinnen. Bottleneck-Tests und Penetration-Tests sollen machbar sein. Aber es war ist und war nie eine Anforderung, dass wir damit irgendwelche Performance-Aussagen, harte Performance-Aussagen, so und so viel ist damit möglich. Das geht nur, indem man eine zweite Produktivumgebung hat, in der man das einmal durchexerziert.
Ja, und wir wollten dann eben auch hin von diesen ersten Versuchen und den zweiten Versuchen hin zu einer modularen Plattform, weg von solchen Monolithen. Ignition selber ist für uns dann genau das. Das ist eine modulare Plattform, mit der sich so beliebige Umgebungen je nach Bedarf des Projektes und des Entwicklers zusammenstellen lassen. Vom einfachen App-Server, der will einfach nur eine PHP-Applikation schreiben, der möchte einen komplett abgekapselten Service schreiben, der mit dem Rest der Welt nichts zu tun hat und nur von außen gerufen wird, bis hin zu Entwickler A schreibt Service A, Entwickler B schreibt Service B, Entwickler C schreibt die Applikation, und wenn die alle fertig sind und ihre Interfaces alle haben, dann stecken wir das zusammen, indem wir diese, also einen solchen ISS-Router haben, und der kriegt die entsprechenden Routen auf die virtuellen Maschinen, auf diese Netze, und dann funktionieren die Dienste zusammen, als wären sie in der, also, als wären sie in der Realität in der Produktivumgebung. Hintergrundprozesse, so das Standard-Batch-Sachen, die so laufen, die abzubilden ist natürlich dann auch sozusagen eine Aufgabe davon, und das ist auch enorm schwer, weil man ja sozusagen in so einem Batch-Prozess so eine richtig lange Kette an einzelnen Abhängigkeiten hat, und wenn man das ordentlich verwaltet, dann kann man das dann auch gut abbilden in so einem modularen System. Wir wollten, dass Ignition der Ausgangspunkt jedes Experiments und jeder Veränderung ist, und dann die Testplattform für Automation und Deployments. Wenn man das dann so zusammenfasst, so ein einfacher modulare, kann man sich dann so vorstellen, man hat sozusagen VMs für die einzelnen Dienste, das ist dann auch schon in einzelnen VMs getrennt, und wenn man da so eine Standardinstallation hat, dann kriegt jeder Entwickler erstmal so einen Infrastrukturservice, so einen ISS, der kriegt im Normalfall Zugriff auf eine Datenbank, er kann seine eigene Instanz haben, mit einem Minimalset oder einem Vollset, das ist ganz unterschiedlich, so ein Minimalreplika oder ein Fullreplika, es kann auch eine leere Datenbank sein, kommt drauf an, was er braucht. Er bekommt immer einen Memcache, weil das unsere Applikation im Moment braucht, und einen App-Server. Und da kann er machen, was er will. Da kann er niemanden anderen stören, da kann er rumarbeiten, kann anderen Leuten Zugriff drauf geben. Über diese Proxy-Adresse, das ist deswegen total super, weil man dann einfach nur diese Proxy-Adresse bei einem Projektmanager mit einträgt, und der kann sich dann so sofort das Ergebnis mit anschauen, ohne dass er die Produktivumgebung stört oder ohne dass man da groß mit irgendwelchen Rechten hin und her fahren muss für den. Man trägt dem oder schickt dem einfach nur die Information, da musst du jetzt deinen Proxy eintragen, und dann kann der das Produkt sich anschauen, bevor es sozusagen in produktiv übergeführt wird. Und so sehen dann eben dann die Bilder immer sehr unterschiedlich für die einzelnen Anwendungsfälle aus. So ein Frontend-Entwickler, der braucht eben nur so einen MySQL Minimal, der braucht einen Apache, der braucht einen Memcache und der braucht vielleicht einen Solr. So ein MySQL, da braucht er nicht mal sein eigenes, weil der schreibt normalerweise nichts da rein, der entwickelt ja eben nur Frontend-Sachen. Im Memcache, wenn er irgendwelche Sessions zwischenspeichern will oder sowas, da braucht er seinen eigenen. Und im Grunde hat er dann einen Minimalset und kommt mit 1-2 GB RAM aus und hat eine performante Umgebung. Wenn man dann die Java-Jungs, Solr-Entwickler nimmt, die können dann anfangen und experimentieren. Die kriegen dann ein Full-Replika, was auch geshared ist, weil sie ja eh bloß lesen müssen. Und können dann anfangen, okay, das ist unser Standard-Solr und wir wollen jetzt auf den Solr 4 wechseln. Dann können die den Solr 4 parallel hochziehen. Das machen wir tatsächlich auch so. Und können Indexbilder bauen, Experimente machen und schon mal damit rumversuchen. Und was dann bei sowas auch denkbar wäre, dass man diese Testumgebung halb produktiv fährt und einfach mal so einen AB-Test fährt zwischen verschiedenen Versionen. Sodass der Entwickler sagt, okay, ich hätte gern 10% meiner Suchanfragen, die ich auf der Plattform habe, die sollen jetzt mal in so eine VM reingehen, die dann natürlich entsprechend mit Power gehostet werden muss. Wenn es schief geht, dann sind im schlimmsten Fall 10% der Sachen kaputt, beziehungsweise es gibt ein Fallback in der Software, dass die nie kaputt sind, sondern dann einfach den Fallback ausliefern. Für Service-Entwickler sieht es dann genauso aus. Wir setzen zum Beispiel für unseren Image-Service Hadoop ein, einfach um die großen Mengen an Bildern zu speichern, um die verschiedenen Versionen der Bilder zu speichern, um mit MapReduce die Bilder zu resizen und die dann auszuliefern. Und so kann ein Entwickler so einen komplett abgekapselten Service für sich schreiben und kann den dann, wenn er an die Seiten, an die einzelnen Dienste dran steckt, in diesen einzelnen Puzzleteilen, dann kann er den die Produktivumgebung nachbilden, immer im immer größeren Detailgrad. Checkout sieht dann so aus.
gibt es dann immer wieder, also die erste Frage der Entwickler war, was machen wir denn mit den ganzen externen Sachen? Das war schon relativ früh dran, wenn man überlegt, auf so einer Seite ist eine ganze Menge Tracking, auf so einer heutigen modernen E-Commerce-Seite. Und das würde ja dann sozusagen alles reporten. Aber es kommt ja nicht raus aus seiner VM, wohin reportet oder was schlägt da fehl. Also haben wir angefangen, relativ viele Mockups zu bauen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel so ein PayPal-Mockup, dass man wirklich mal den kompletten Kaufprozess durchgehen kann und mal einen Mockup steuern kann und sagen kann, okay, ab jetzt ist PayPal und sagt, alles ist super. Jetzt sagt PayPal, alles ist scheiße. Ohne dass man wirklich mit PayPal reden muss oder dass man den externen Provider nehmen muss. Und das ist dann auch eine super Möglichkeit, Tests automatisiert durchzuführen. So, DBAs können dann wirklich Failover-Szenarien, Replikationen, vielleicht sogar den Versionswechsel, ich hatte vorhin MariaDB mit drin, ich habe es ja da auch drin, da. Testen, was passiert, wenn ich jetzt ein Upgrade in die Richtung mache, wie verhält sich meine Software, weil virtualisierte Umgebung, ich mache einen Klick und dann ist eine Netzwerkverbindung weg, dann ist eine Maschine tot. Und so kann ich relativ gut sehen, okay, ich mache jetzt Last, ich lasse jetzt tatsächlich mal so ein Siege auf den App-Server laufen und der greift immer schön auf die Caches zu und auf die Datenbanken. Was passiert, wenn ich einen wirklich mal hart ausschalte? Was passiert bei einem Failover? Warum passiert das? Welche Szenarien gibt es? Viele von den Szenarien, die es da gibt, wenn so ein Failover passiert, die erleben wir ja in der Realität. Viele von denen, die wir in solchen Tests sehen, wollen wir in der Realität möglichst vermeiden und deswegen ist es gut, das so zu machen. Und da gibt es eben auch noch eine ganze Menge anderer Dinge, die man damit reinbringen kann. Ja, HBase-Entwicklung, Redis, wird jetzt die erste große Neuentwicklung, die wir auf dieser Basis gemacht haben mit virtualisierter Umgebung, ist sozusagen einmal eine komplett neue Shop-Software auf der grünen Wiese gebaut, die die jetzige Shop-Software ablösen wird. Und da hat man genau diese Herausforderung. Man muss eine Zeit lang die alte und die neue parallel miteinander betreiben und muss aber die ganze Zeit zwischen denen hin und her wechseln können für den Händler und hat eine Datenbasis, wo die Daten drin sind, weil die lösen wir nicht ab. Wie simuliert man das in der Produktivumgebung? Und deswegen simulieren wir es so in einer virtualisierten Umgebung und haben da die Möglichkeit, alle Aspekte schon mal durchzutesten, sodass schon lange bevor wir sozusagen auch fertig sind mit Entwickeln, auch schon tatsächlich Nutzer, Händler, Beta-Tester da drauf können und eben die QA-Phase da machen können und keine Angst haben brauchen, wenn sie was kaputt machen, dann gehen wir auf einen älteren Snapshot zurück und weiter geht die Reise. Oder es eben auch versuchen, absichtlich kaputt zu machen, was ja auch immer so ein bisschen schwierig in der Produktivumgebung ist. Ich bin ein bisschen schnell, merke ich gerade, aber trotzdem das Fazit schon mal. So eine virtuelle Plattform, virtualisierte Plattform, wird ganz schnell Bestandteil der Entwicklung. Sobald die Entwickler und die Admins spitz kriegen, ja, ich muss jetzt nicht mehr in die Produktivumgebung, es geht nichts kaputt und es gibt auch keinen Ärger, wenn was kaputt geht, weil ist halt eine virtuelle Umgebung, dann verwendet das jeder. Das ist so ein Selbstläufer. Das ist entgegen anderer Sachen, die kein Selbstläufer sind in solchen Entwicklungsabteilungen, ist das so ein Selbstläufer, wo die Leute wirklich eher mehr machen wollen, als dass sie weniger damit machen wollen. Dadurch, dass man gemischte Anforderungen hat, das muss man von Anfang an wissen, muss man es gleich aus meiner Sicht modular aufbauen. Das geht nicht anders. Wenn man das nicht tut, sondern immer quasi ein so ein Ding hat, dann muss man viel Geld in der Tasche haben und sehr viele große Installationen pflegen können und natürlich auch entsprechend die Zeit mitbringen, weil einmal so einen kompletten MySQL-Replika machen, wenn man ein paar hundert Gigabyte Daten da drin hat, dauert einfach ein bisschen. So eine Umgebung, wenn man sie dann hat, hat direkte Auswirkungen auf die Architektur der Produkte, die danach kommen, die man damit dann baut. Man hat einfach den größeren Überblick über die einzelnen Komponenten, die da drin sind. Man weiß, welche Seiteneffekte das hat, weil man kann es einfach probieren. Man schätzt nicht mal, es könnte so und so sein, sondern man sieht es. Die Testvoraussetzungen sind natürlich ideal. Man hat eine produktionsgleiche Umgebung. Selbst die IP-Adressen sind die gleichen. Alles gleich, dieselbe Software, dasselbe Verhalten. Man kann sogar, wenn man sich anstrengt, ein bisschen in die Richtung gehen, dass die Antwortzeiten die gleichen sind, muss man halt dann entsprechend dedizierte Hardware verwenden. Und es sind eben zerstörende Tests möglich.
Es ist ja so eine Sache, wenn ich meine, keine Software ist frei von Fehlern. Und wenn man dann eben dann Fehler sucht und Fehler findet, dann will man natürlich auch wissen, welche Auswirkungen das hat. Und manchmal, wenn man keine solche Testumgebung hat, dann weiß man das eigentlich gar nicht. Man schätzt das ab, es könnte das und das bedeutet haben, aber eigentlich so richtig genau weiß man es nicht. Wenn man es dann wirklich probieren kann, ohne dass man die Reue haben muss, das Backup zurückzuspielen und einen Tag offline zu sein, dann ist das dann tatsächlich schon sehr befreiend, auch für die Testabteilung, QA-Abteilung. Es gibt mehr Freiheit bei der Entwicklung und Umsetzung für die Entwickler und natürlich auch für die Systemadministratoren, die dann einfach auch mal Software ausspielen können und mal Experimente machen können. Also ein Experiment, was wir hier zum Beispiel auch gemacht haben, war, wo ist es? Da oben, den App-Server. Wir haben bislang, oder wir verwenden bislang im Apache und dann wollten wir Nginx verwenden. Und das ist, wenn man eine PHP-Applikation betreibt, immer so eine Sache. Da gibt es ja Sachen, die mal, wenn man eine ältere PHP-Version verwendet, die nicht thread-safe funktionieren. Und Nginx kommt einfach daher und sagt, so, ich habe Threads, ich mache das jetzt mal richtig. Das ist sauschnell, aber wenn die Applikation das eben oder der Framework oder was auch immer man da verwendet, sich da selber in Schwierigkeiten bringt, dann weiß man das erst, wenn es passiert. Und so hat man die Möglichkeit, das einfach mal in so einer Testumgebung mit einer anderen Software abzuklopfen und auszuprobieren. Und das hilft natürlich dann auch dabei wieder, Tests zu schreiben, Testfälle zu formulieren und die dann auch so umzusetzen. Deswegen, Entwickler und Operations, die werden experimentierfreudiger, die gehen eher mal hin, weil es eigentlich kein Aufwand ist, die schießen sich eine leere Maschine, packen den Dienst drauf, hängen den in das Cluster rein, tragen dort einen entsprechenden Namen ein und können dann damit experimentieren, ob das irgendwelche Load Balancer sind, ob das Varnish-Cache-Konfigurationen sind, die sie ausprobieren wollen, ob das neue Software ist. Einen besseren Ansporn kann man eigentlich für Entwickler gar nicht haben, als wenn sie eine Spielwiese bekommen, auf der sie dann für ein neues Projekt auch mal selber Erfahrungen sammeln können mit Software, die man gedenkt, da einzusetzen. Da war jetzt gerade Redis mit auf dem Bild drauf, das ist so ein Beispiel. Wenn man schon mit Memcache Erfahrung hat, ist der Schritt zu Redis nicht so groß. Allerdings, wenn man es einfach nur aus Handbüchern kennt und nicht mal selber rangeht oder nur auf seiner lokalen Maschine und es nicht im großen Kontext sehen kann, dann ist es schwer einzuschätzen, was kann das wirklich und wo fällt es mir auseinander. Deswegen ist das Ziel natürlich auch, nicht nur diese Umgebung zu haben, sondern sie dann auch wirklich, bevor man damit live geht, mit der eigentlichen Software, die da drin deployed ist, sie kaputt gemacht zu haben, und zwar in allen Facetten und Aspekten, die es gibt. Sie in allen Möglichkeiten mal gesehen hat, wie sie umgefallen ist und wie man sie wieder hochbekommen hat. Und zwar nicht nur für die Administratoren, sondern auch für die Entwickler. Weil die Entwickler damit einzubinden, halte ich für sehr wichtig. Einfach schon deswegen, weil viele Entscheidungen, die so ein Entwickler trifft, während er Software programmiert, die haben natürlich direkte Auswirkungen auf die Administratoren. Und wenn die nicht so wenigstens ein bisschen ein Shared Memory haben, dann wird es immer ganz schwer, wenn dann Sachen kaputt gehen. Dann hält man eine große Klausur und erklärt sich gegenseitig, warum ist denn das jetzt so, warum hast du denn das jetzt so gemacht, hättest doch besser so gemacht. Oder vielleicht sieht der Entwickler dann auch manche Sachen gar nicht, weil er es einfach auch gar nicht sehen kann. Wenn man das dann in einer so einer Umgebung hat, wo der Entwickler auch wirklich rein kann, nichts kaputt machen kann und selber probieren kann, selber damit spielen kann, macht einen riesigen Unterschied. Gut. Mit dem Inhalt selber bin ich durch und jetzt warte ich auf viele Fragen, hoffentlich. Ja. Wie viele? Moment. Ich kann die Frage auch einfach wiederholen. Wie viel Zeit in Form von Administrationsarbeit habt ihr da so im Regelbetrieb, um, sage ich jetzt mal, diese zweite Plattform dort auch zu oder Endplattformen dort eben auch zu betreiben? Das ist jetzt gemeint ohne die Experimente, die wir machen. Einfach nur diese... Also usual business von wegen, ihr werdet dort sicherlich trotz alledem administrativen Aufwand haben in Form von Entwickler hat da jetzt irgendwo mal wieder was abgeschossen. Oder wie läuft das überhaupt ab von wegen Entwickler? Nee, braucht jetzt mal selber. Kriegt der dann, also ich weiß es nicht, was ihr jetzt für einen Virtualisierer daher nimmt, aber kriegt er dann da direkt auf die Virtualisierungsplattform? Ja. Also ich muss ihm dann schon erst einmal erklärt haben, von wegen, wie funktioniert denn der VMware-Client überhaupt? Ich muss ihm erklären, wie funktioniert diese Virtualisierungsplattform, wo sind seine Templates,
Der Aufwand für die Administratoren entsteht da, diese Templates zu pflegen. Da kann man sehr viel vereinfachen und automatisieren, indem man eben Puppet nimmt, ein Standard-Template hat und dann das aus diesem Standard-Template rausdeployt. Das ist gleichzeitig gut für die Produktivumgebung, weil das macht man dann ja genauso, wie als wenn ich dann Upserver-Rolle deploye. Dann mache ich das genauso, wie als wenn mir mein Upserver wirklich im Rechenzentrum stirbt, ich eine neue Maschine ins Rack schiebe und die neu bespiele. Und wenn, das kann man sehr beschleunigen, indem man ein Template dafür hat und das dann sozusagen mit der Rolle bespielt. Die Software ist schnell installiert, das ist eine Sache von 5 Minuten. Im Normalfall, dann werden die Git-Repositories drauf ausgecheckt, das war's, dann ist der Upserver fertig. Und für den Entwickler ist das genau diese Arbeit. Und für den Administrator, weil die Konfiguration eben im Endeffekt dann auch aus so einem zentralen Repository kommt, ist es auch ist der gleiche Aufwand oder kein Mehraufwand, wie die Produktivumgebung zu pflegen. Und der Weg ist ja dann, er geht in die virtualisierte Umgebung, ändert dort die Konfiguration, testet die, ob die funktionieren, spielt die zurück ins zentrale Repository und die werden dann auf den Produktivservern ausgerollt. Sodass man da eigentlich keinen Mehraufwand hat, sondern einmal muss man das Investment gehen und wissen, was man hat. Und dann kann man sozusagen anfangen, die Sachen auszurollen und die Spielwiese zu bereiten für die Entwickler. Das muss ja auch das Ziel sein, dass man nicht kontinuierliche Arbeit damit hat, diese Spielwiese zu pflegen, sondern dass die Spielwiese nicht einfach nur eine Wiese ist, auf der die Entwickler rumtollen und die Admins, sondern das ist eigentlich meine Produktivumgebung im Kleinen, die das 1:1 abbildet und wo ich Rückschlüsse ziehen kann auf die Produktivumgebung. Weitere Fragen? Habt ihr die Config in der CMDB oben drüber? Also wenn jetzt so ein Systementwickler sagt, jetzt ich brauche jetzt einen Application-Server mit der Software quasi, mit der Applikation, das muss ja irgendwo definiert sein, damit das dann quasi angewandt wird auf dem System. Genau, es gibt da zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1, er will so einen Standard-Upserver, wie er in der Produktivumgebung läuft. Oder er geht jetzt ein neues Projekt an und will einen Service für irgendwas programmieren oder eine neue Applikation, die getrennt funktioniert von der bisherigen Umgebung. Im ersten Fall ist es so, dass das aus einem Git-Repository kommt. Eben dasselbe Git-Repository, was in der Produktivumgebung das pflegt. Und im zweiten Fall fängt man neu an. Ja, und pflegt das dann nachträglich ein und macht dann sozusagen eine Übergabe mit in die Produktivumgebung aus diesem Repository, was man dann da erzeugt, neu erzeugt. Da hat man dann eine neue Konfigurationsdatei für einen Nginx oder für einen Redis oder was auch immer. Habt ihr die Config in Puppet drin? Also in den Puppet in für die einzelnen? Die Config selber kommt aus dem Git-Repository und das Puppet sozusagen, genau. Also es ist zum Beispiel auch für Daten, Gesundheit. Für Datenbanken ist es natürlich auch so eine Sache, da ist jede Änderung sozusagen in einem Git-Repository hinterlegt. Und wenn ich dann das Schema ausspiele, dann kann ich das Schema eben aus der Produktivumgebung einspielen aus dem Git-Repository. Also so, dass dann auch immer klar ist, okay, wo arbeite ich gerade? Da kann ich mit Branches arbeiten. Wir verwenden GitLab, um sozusagen die ganzen Quelltexte zu verwalten. Und man hat dann auch lokal Zugriff auf dieses GitLab. Ja. Das eine ist ja die Infrastruktur und das andere ist das ganze Projektmanagement. Mhm. Wie läuft das ab? Also was verwendet ihr da? Was meinst du mit Projektmanagement? Ja, wie wird jetzt ein neues Feature entwickelt? Ihr habt gesprochen von Spielwiese und Experimentieren, das braucht alles Zeit, aber irgendwie muss das ja geregelt sein. Ja. Die Entwickler werden nicht unbeschränkt Zeit zum Experimentieren haben. Irgendwo muss dann ein Feature kommen und das muss irgendwann da sein, oder? Ich erkläre es mal am besten an dieser Storefront, die wir jetzt sozusagen am 11. Mai ausrollen. Da gibt es ganz normal, wie es in jedem Projekt ist, Projektphasen. Und eine der Phasen, die ganz am Anfang steht, ist eben rausfinden, womit wollen wir das eigentlich machen. Wir wissen, was wir machen wollen zu dem Zeitpunkt, was das Ziel ist, was sozusagen grundsätzlich mal die Technologien sind, die wir nehmen wollen, die wir schon kennen. Und dann geht das ganz explorativ. Dann nimmt man sich 1, 2, 3 Tage und lässt dann sozusagen mal gucken, okay, was gibt's alles hier? Und dann findet man raus, okay, Memcache, ja, haben wir, kennen wir. Aber wir brauchen ganz spezielle Funktionen, die würden uns das Leben unheimlich erleichtern, wenn wir, weil wir wissen, dass Redis sozusagen das auch kann oder Funktionen hat, die uns helfen würden. Also ist die Spielwiese nicht unendlich groß, aber natürlich
wir evaluieren dann, welche Software wir dafür verwenden wollen und ob die sinnvoll ist, in der Umgebung betrieben zu werden. Es gibt ja durchaus Software, die will man da jetzt nicht für betreiben. Es gibt Fälle, Hadoop lohnt sich halt eben auch erst ab einer bestimmten Datenmenge, dass man da wirklich Zeit reinsteckt, weil man einfach so viele Maschinen braucht, um da wirklich was effizient zu betreiben. Sowas findet man halt raus, wenn man es probiert. Sowas, das steht zwar in irgendwelchen How-Tos drin, aber da steht halt wirklich nie drin, ja, genauso viel und dann geht's. Und dann geht's super. Oder du brauchst, da steht drin, du brauchst 3 Maschinen für Hadoop oder 4 Maschinen mindestens. So, dann machst du das, hast deinen ersten Service drauf, 3 Calls, stirbt. Ja, warum? Und wenn du keine Umgebung hast, wo du ganz einfach rumspielen kannst und einfach nochmal eine Kiste hoch und nochmal eine Kiste hoch, wo sich die Cloud gut eignen würde, zugegeben, dann hast du nie die Möglichkeit, Erfahrungen damit zu sammeln. Und das Ziel ist ja nicht immer nur, sozusagen gemachte Menschen einzukaufen, sondern das Ziel ist ja sozusagen im Team diese Erfahrungen zu transportieren und die auch zu dokumentieren. Und dann in der späteren Phase gibt es die Spielwiese immer noch, dann sollen Entwickler auch nicht aufhören, damit zu arbeiten. Nur weil er jetzt weiß, dass Redis so funktioniert, muss er auch noch wissen, wie es eben nicht, was es nicht kann, wie es nicht funktioniert, wann es umfällt. Und das ist so mit Arbeitsauftrag für den Entwickler bei uns. Lerne das kennen, mit dem du arbeitest. Du musst wissen, was deine Werkzeuge können. Und zwar die Limits davon auch. Sonst kann man das schlecht aussteuern und sonst schreibt man Software, die nimmt man online und dann passieren ganz komische Sachen, wenn dann wirklich mal Last draufkommt. Und das kann, wenn man eine kleine Aktion macht oder hier und da aktiv wird, kann das relativ schnell passieren, dass Teile der Software Last kriegen, wo man nie dachte, dass sie Last kriegen würde. Weitere Fragen? Gut, gut. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Vortrag.